Jetzt hab ich euch ertappt. Ihr guckt also mal wieder Nihilumbra, hä? So sieht's aus. Das bedeutet natürlich auch, dass ich spielen muss. Vulkan heißt die Ebene, in der wir jetzt spielen werden. Da unten haben wir, oh, unsere schöne Krissel. Oh, ich mag das Ding. Sieht irgendwie schön aus. Und hier sind wir. Yay. Oh, ich freue mich schon richtig. Ist einfach leise. Ach, Quatsch. Das glaube ich ihm jetzt irgendwie nicht. Oh, jetzt müssen wir schon wieder anfangen, uns hier zu helfen. Ich denke, das wird der richtige Weg sein. Haha! Denn wir sind ja schon ganz farbig. Oh, da will ich hin. Auf jeden Fall. Oh, da muss ich mir was einfallen lassen. Wie wär's zum Beispiel damit? Hallöchen! Oh, du magst mich nicht. Wer hätte das gedacht? Ah! Dann will ich eben nicht zu dir hoch. Wir gehen unten lang. Oh. The burning spirit of flames lie within the red color. Ja, das war irgendwo ersichtlich und hat uns doch wirklich weitergeholfen. Also, mir gefällt die Farbe jetzt schon, wenn ich die nachher bekomme. Sorgt nämlich doch für einige Erleichterungen in der Gegnerbekämpfung. Wahrscheinlich kommen dann die ganzen Feuerresistenten im nächsten Level und wir sollten da selber nicht hin. Ich kann sie natürlich nicht löschen, ich kann sie nicht überschreiben, das heißt, wir benutzen einen beschleunigten Sprung für uns selbst. Wir wollen nicht sterben. Okay. Ich sehe schon. Jetzt will ich aber auch wissen, was passiert, wenn wir zu lange draufbleiben. Wir werden immer röter und röter. Und diese rote Farbe verschwindet auch nicht so schnell. Und die kommt immer und immer wieder und wir bauen nicht schnell genug ab, auch wenn wir dauerhaft springen. Das heißt, irgendwann passiert Folgendes mit uns. Wir sind tot. Na gut, weiter geht's. Aua. Aua. Hey. Richtiges Jump'n'Run. Da fällt mir allerdings ein. Ich müsste mich so abkühlen können. Ach. Und das war auch gerade so noch möglich. Denn wir werden doch schon ziemlich warm, wenn wir hier rumstehen. Ich frage mich allerdings, ob mich dieser Boden schneller abkühlt. Ich mach mich mal ein bisschen rot. Okay. Jetzt mache ich mich nochmal rot. Jetzt gehe ich sofort über das Blaue. Ich kann jetzt keinen Effekt erkennen, um genau zu sein. Um ehrlich zu sein. Das heißt, das wird sich wohl mit der Zeit herausfinden. Ich werde es einfach mal ab und an benutzen. Vielleicht hilft es ja doch so als Cooling-Effekt. Ja. Da, wo wir herkommen, war ja nicht die Hölle, sondern die Leere. Und so wie wir die kennen, naja, dort dürfte es eigentlich eher kalt sein, meiner Meinung nach, die Leere. Und ich glaube auch, dass es in der Hölle noch ein bisschen heißer ist. Da ist noch ein bisschen mehr Lava und ein bisschen weniger Luft. Wobei wir die ja anscheinend nicht atmen müssen. Wir haben zwar Augen, aber keine Nase. Ja, danke schön. Das heißt, ich darf hier erstmal rüber. Und ich beeile mich. Boah, zum Glück bist du fett und unhandlich groß. Das hat mir gerade richtig meinen alles gerettet. Also dich werde ich nicht schnell genug tricken können. Sehen wir mal, was diese Kiste uns hier bringt. Ich könnte helfen, wer weiß das schon. Warum bin ich denn so geizig mit der Farbe? So. Und schon ist es egal. Zack. Und hier drüben muss ich das Ding irgendwie wieder... Ja. Wie komme ich denn jetzt zurück, ohne dass du mich hier fertig machst? Nein, das ist kontraproduktiv. Also ich muss irgendwie gerade nachdenken, was ich denn hier einstellen soll für den Zustand. So, das ist schon mal gut.
Ja. Gut, also muss ich das noch ein bisschen timen. Oh. Oh, nicht gut, nicht gut. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Ganze schon wieder richtig ist. Ah, na gut, das erklärt es. Dankeschön. Ja, die Info ist richtig schön. Moment, mit der... Du hast eine viel zu hohe Hitbox, weißt du das? Das macht dich sehr, sehr uncharismatisch. Crawler. Mein Gott. Wuppa! Ich bin so ein Flummi. Der kann echt weit springen. So. Dich nochmal hier drauf. Vielleicht gucke ich auch kurz, was hier drüben ist. Ein Checkpoint. Den könnte ich ja eigentlich mal kurz aktivieren. Dann muss ich nicht so weit zurück. Beziehungsweise nach vorne laufen, wenn ich das nächste Mal wieder sterbe. Aber wer sagt denn, dass wir nochmal sterben? Wir sind Profis. Wir sterben nur einmal. Sind wir tot. Ach ja, genau, die Farbe hat sich gerade eben eingesammelt. Aber wir sind Profis, wir wussten das schon vorher. Wir wollten es nur nicht offensichtlich zugeben. Kann ich eigentlich Walljumps? Ja, ne, das ging, ne? Na gut, die Höhengesetze gelten noch. Gelten noch. Ich bastel mir jetzt einfach mal eine Rampe. Viele haben auch gesagt, ich soll... Wie war das? Langsamer spielen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich meine, ich spiele schon schön langsam eigentlich. Aber wenn sich das wirklich jemand wünscht... Es klappt so nicht. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Da will man irgendwo durch und... Außerdem habe ich viel zu lange stille Perioden. Ich muss euch jetzt wieder voll quatschen mit irgendeiner belanglosen Sache. Zum Beispiel, dass diese Bäume hier alle keine Blätter mehr haben. Was irgendwie nicht richtig ist, weil diese Vulkangegenden viel mehr mit Sommer zu tun haben als mit Winter. Nein, jetzt mal im Ernst, sie sind schon ziemlich kahl. Huppa! Nein, ich konnte das Problem nicht mit Skill lösen, aber... Bin ich jetzt ganz doof? Ich kann das hier machen. Nicht hilfreich. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Ich bin sehr froh drum. Denn wir werden wahrscheinlich mit dieser Blume viel einfacher, aber auch viel einfacher an denen vorbeikommen. Wahrscheinlich töten wir sie einfach wieder. Aber zuerst mal fallen wir. Ganz tief. Was hast du zu sagen, lieber Erzähler? More colors. Ah. Mehr Farben. More power. Oh ja, wir mögen Kraft und Farben. Every time you obtain a new ability, you temporarily forget about your problems. Mhm. And about your guilt. Warum musst du mich denn dran erinnern? Nicht gerade nett. Now you have learned how to harm your enemies. Ion, beschützen kann ich mich ja schon und jetzt muss das eben auch mal sein. Wo ist denn die Farbe? Ich kann sie gerade gar nicht auswählen. Ich habe gerade keine Maus. Ah, danke schön. Orange, rot. Feuer. Schlaf gut. Sehr schön. Red colors enrage the fireflies. Hm? They will cast more light. It may prove useful in the future. Das ist natürlich interessant. Na gut, wir wissen jetzt, was Glühwürmchen so richtig anpirst. Fire is not only for killing. Sometimes it can be constructive. Oh nein, wirklich? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du Kisten verbrennen kannst. Das ist ja aber interessant.
Und das hier ist die Blume zurück. Das ist ja jetzt ein richtiges Actionspiel geworden, wenn wir unsere Feinde töten. Ah, seht nur meine Maus an, sie ist voller Kraft und wir sind ein schönes Licht. Oh Mann, das sieht echt schön aus. Aber zuerst mal... Stirb! Der braucht ja genauso lang wie ich zum Sterben. Außerdem kann ich jetzt von hinten die Farbe einsammeln, die vorher nicht in der richtigen, wie nennt man das? Also alle Farbblöcke, die bisher von Rot gesetzt wurden, konnte ich ja nicht aufsammeln, weil ich selber keine Rot hatte. Aber jetzt sieht das ganz anders aus, meine Freunde. Jetzt ist unser größter Feind wieder die Leere. Oh. Nein, das hat nicht viel geholfen. Jetzt müssen wir natürlich gleich mal übertreiben. Also ich bin mir sehr sicher, dass es feuerfeste Feinde geben wird. Das Spiel wäre ja sonst ein Witz geworden. Ha! Aua. Ja, ist in Ordnung. Ich lasse meine Vorsicht bestimmt nicht fallen. Ah, sehr schön. Du läufst zum Glück nicht rum. Was ist das denn hier eigentlich vorne? War das der Kopf praktisch? Hat ein sehr, sehr seltsames Aussehen. Und ich laufe gerade irgendwo hin, wo ich gar nichts sehen kann. Schön, ich habe hier schon einiges vollgeschmiert, weil ich nicht gesehen habe. Ah. Also ich finde das nicht so ganz schlau, ehrlich gesagt. Die sind doch in einer ganz anderen Höhle. Kann man euch auch? Da siehst du mal, die kann man nicht anzünden. Und ich hätte die Farbe eigentlich gerne mitgenommen. Ich bin irgendwo lang gelaufen. Ich springe noch ein bisschen. Anscheinend kommt man da oben nicht wirklich weit. Machen wir die hier ein bisschen heller. Gehen hier in diese Gesteinsrichtung. Hier oben durch zu einem Checkpoint. Aua, der ist auch ziemlich hell. Und dann wollen wir auch mal diese Wand ein bisschen erhellen. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich dich... ich hätte jetzt gedacht, der tötet sich doch glatt selbst, aber na gut. Jetzt wird es sogar doppelt nützlich sein, dass wir es aktivieren. Wir können diesen Staubsauger hier deaktivieren und gleichzeitig noch ein bisschen Licht erzeugen. Pass auf den... Hier ist ein Spalt. Ah! Ja, dankeschön. Hier sieht man einfach überhaupt nichts. Ist total dunkel. Aber danke für den Hinweis. Oh, wir brauchen mehr Licht. Könnt ihr nicht noch heller werden, wenn ich euch noch mehr Licht gebe? Noch mehr Feuer? Wenn ich euch noch wütender mache? Ich könnte hier wirklich viel Licht gebrauchen. Viel, viel Licht. Gerade weil YouTube nochmal alles dunkler macht. Und wir fühlen uns eh weiterhin unbesiegbar, denn wir sind ja von unserer feurigen Macht ganz angetan. Weiß-Rot, Weiß-Rot, Weiß-Rot. Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod. Ach komm, Tod ist besser für dich. Leben, Tod, Leben, Tod. Leben, Tod. Leben, Tod. Leben, Tod. Tod. So, hat den Kampf gegen Leben und Tod leider verloren. Oder besser gesagt, Leben hat den Kampf gegen Tod verloren. Und was ist das? Was zur... Brennst du? Oh. Ich würde mal gerne eine Farbe verwenden, von der ich in dieser Menge habe, dass ich sehe, ob mir das wieder angerechnet wird. Aber anscheinend kann ich im Moment gar keine Farben verlieren. Also ich sehe auf jeden Fall, dass dieses Ding nicht nett ist. Ah, doch, hier kann man es ausprobieren. Doch, die wird für immer eingesammelt. Ich bekomme die nicht wieder gut geschrieben. Im Gegensatz zur anderen Farbe.
Das heißt, ich muss hier irgendwie anders drüber. Oh, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen früher überlegen müssen. Ups. Ja, da frisst es mich. Was für ein hässliches Ding. Sieht aus wie eine Schnecke. Bedeutet auf jeden Fall, dass wir noch ein paar harte Fehler bekommen werden. Gegner. Fehler. Und... bin ich jetzt überhaupt kein Fan davon. Ich gestalte den Kampf diesmal ein bisschen einseitiger. Geht auch ein bisschen schneller. Und jetzt muss ich mir was gegen dich überlegen. Naja, bevor ich was gegen das Ding übernehme... Ah! Oh, ich bin so schlau. Naja, so hat's auch geklappt. Geht's jetzt erstmal weiter, das Ding ist doof. Aha. Ja. Das Ding ist wirklich nicht gerade nett. Ah! Ja, schön. Hab ich nicht vorher gesehen. That was Klimath, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. Aber es kann doch nur das Zeug vor ihm löschen, oder? Oh, es ist immer noch verwundbar. Guck mal, der läuft woanders hin, wenn er merkt, dass er an einer Stelle... Ist natürlich auch witzig. Sofort bereit machen, irgendwo hochzuspringen. Das ist jetzt nicht cool. Ich wollte eigentlich über das Ding. Das hätte ich ja auch schon so gekonnt. Wie geht's hier rechts hin? Oh Mann, warum kannst du so hoch knabbern? That was Klimath, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. So, jetzt kann ich auch hier hoch. Sehr schön, der ist alles sauber. Und dann warte ich einfach, bis unser guter Freund hier drüben ist. Und nachher wird er wieder zurücklaufen und uns die Tür öffnen. Das ist auch wunderschön. Wenn hässliche Gegner zu hässlichen Freunden werden. Dead End? Nein, der macht das Ding für uns auf. Ich kann jetzt aber auch nicht beschleunigen, oder? Er frisst die Farbe ja auf, bevor sie ihn affektiert. Mist. Dann öffne mal. Und geh bitte wieder runter. Mein Gott, ist das knapp. So, und hier. Ich will da ehrlich gesagt nicht runter. Okay, man kommt ja mit der Zeit sowieso wieder raus. Wir haben ja schon ein großes Farbenkit. Tools, die uns helfen. Du hast das letzte Mal schon so viel Scheiße gelabert und jetzt fängst du wieder mit so einem Quatsch an. Das bedeutet so viel wie... Ach so. Das ist jetzt natürlich uncool. Aber ich kann den da oben verbrennen lassen und dann sofort wieder wegpacken. So, denn ich will hier auch irgendwo durch. Nicht, dass ich hier oben drüber könnte, aber... Oh. Kann natürlich nützlich sein. Die andere war ein bisschen schneller. Scheint wohl etwas mit der Bauweise zu tun haben. Richtig, selbst ich bin nicht unzerstörbar. Ich bin schon so oft gestorben, ich habe das glaube ich schon jedem bewiesen. Oh, was ist das denn? Richtige Lava. Das Ganze fließt aber ab. Was ist denn hier los? Oh. Ohoi. Ich nehme an, dass ich da nicht hinein will. Guckt euch meinen Schriftzug an, selbst der verglüht hier. Und ich werde hier oben jetzt... This must be the hottest place on Earth. Ja. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Ich brauche ein bisschen Kühlung. Hey, der hat meine Farben gelöscht. Kann ich da drauf hüpfen? Ja, reicht an jeder Stelle. Der löscht sogar meine gesamten Farben. Wie ihr seht, laufe ich nicht mehr.
Beziehungsweise die Box schwebt sich nicht mehr hinfort. Das bedeutet so viel wie, ich muss wirklich immer wieder hier runtergehen und das Ding schieben. Your body feels warm. You may be completed at last. Ich guck mal, ob es jetzt schon reicht, wo auch immer ich hin muss. Vorausgesetzt, ich muss hier irgendwo hin. Oh nein. Ich bin vielleicht nah am Ende meiner Reise, hat er gerade gemeint. Wupp! Nochmal hoch, komm. Ich will noch einen Checkpoint oder sowas. Dann nehme ich mal wieder eine Überlänge in Kauf. Ich war am Anfang eh viel zu ruhig und habe viel zu wenig erzählt. Man muss doch babbeln am laufenden Band, oder? Muss man das? Findet ihr das gut? Schreib's mir in die Schreib's mir in die Kommentare. Würde ich mal gerne wissen. Wupp, Checkpoint! Und Checkpoints bedeuten jetzt doch mal weiterhin hoffentlich, dass ich hier beenden könnte. Ich guck noch mal hier rüber. Das lösen wir im nächsten Part. Und ich freue mich eigentlich schon richtig. Würde ich jetzt sofort aufnehmen, wenn das jetzt nicht 200 GB Material wären, die jetzt sofort gerendert werden müssten. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Crash.